So, meine Freunde und Damen, und herzlich willkommen zu diesem brandneuen Video mit eurem guten Nervis. Heute geht es um Abkürzungen in Rise of Kingdoms. Der ein oder andere kennt vielleicht ein paar schon, aber dieses Video orientiert sich wirklich an die kompletten Anfänger aus diesem Spiel. Und ja, wir beginnen ganz einfach mal mit grundlegenden Abkürzungen. Ihr seht, im Hintergrund sind nochmal alle Abkürzungen eingeblendet. Grundlegende Abkürzung ist AOK, denke ich. Wisst ihr, Rise of Kingdoms, beziehungsweise Rise of Civilizations, wie das Spiel eigentlich heißt. Dann kommen wir zur nächsten Abkürzung, das ist SOC, Season of Conquest, bedeutet Eroberungsstaffel. Das ist quasi die ganzen KVKs und Off-Seasons nach KVK 3. Dann gibt es Pre-SOC, das ist die Pre-Season of Conquest. Das ist quasi alle Zeit, bevor die Eroberungsstaffel beginnt, also die Zeit des Königreiches vor der Eroberungsstaffel. Z1 ist die Startzone eines Königreiches. Dann habe ich nochmal aufgeführt, dort gibt es Heiligtümer und Altäre zum Erobern. Dann, durch die Level 2-Abpässe, geht es in Z2, Zone 2, Zone hinter den Level 2-Abpässen. Und dort gibt es dann in dem Home-Königreich, sage ich mal, die Schreine. Dann gibt es nochmal Pässe, und das sind die Level 3-Abpässe, die führen dich in Z3 zum Mittelpunkt des Königreiches, wo dann auch der verlorene Tempel steht. KVK, denke ich, habt ihr jetzt schon sehr oft gehört. Wollt ihr jetzt vielleicht auch mal wissen, was das bedeutet? KVK bedeutet nichts anderes als Kingdom versus Kingdom. Auf Deutsch Königreich gegen Königreich. Da treten verschiedene Server einfach gegeneinander an. Dann Z4 ist die Startzone in KVK. Und danach Z5, Z6 gibt es zwar noch, aber das ist dann von KVK zu KVK, da es eben viele verschiedene Maps gibt, also verschiedene Karten gibt, unterschiedlich. Dann kommen wir zu Kommandantenabkürzungen. Das hier sind jetzt die englischen Versionen. Die Abkürzungen sind im Deutschen zwar das gleiche, aber die Namen sind etwas anders, klar. Sowas wie Alexander the Great ist im Deutschen Alexander der Große. Da beginnen wir einfach mal mit Alex, bedeutet Alexander the Great. Dann kommt Takeda, bedeutet nichts anderes als Takeda Shingen. Also ihr seht schon, man hat bei vielen einfach den Vornamen oder den Nachnamen quasi einfach genommen und dann als Abkürzung genommen. YSS, das ist jetzt eine Besonderheit. Yi Sun Sin, das ist genauso wie bei YSG relativ am Ende, werdet ihr auch sehen. Da ist einfach von allen Worten quasi der Anfangsbuchstabe genommen. Dann Cyrus, Cyrus oder Cyrus, Cyrus the Great. Da steht jetzt Cyrus der Große. Also es gibt verschiedene Varianten, wie das da steht. Klar, je nachdem, auf welcher Sprache das Spiel ist. Dann Nebu bedeutet nichts anderes als Nebuchadnezzar der Zweite. Pakal bedeutet nichts anderes als Kinishanapakal. Gilgamesch, gut, das kann man sich vielleicht schon relativ gut ableiten. Nevsky, Alexander Nevsky, Flavius, Flavius Aetius, Scipio Africanus Prime. Und da muss man echt aufpassen, denn es gibt zwei Scipios. Es gibt einmal den normalen Scipio, der episch ist, und es gibt den Scipio Prime. Also verwechselt das nicht. In der Regel, wenn man in der Eroberungsstaffel ist und jemand sagt Scipio, meint er Scipio Prime. Dann Joan of Arc Prime ist ziemlich genau dasselbe. Ja. Also es gibt eine normale Joanna. Und es gibt halt eben die Prime Joanna. Kommt drauf an, in welcher Zeit es spielt. Wenn es vor KVK 4 ist, dann ist es ja noch Pre-Season of Conquest. Dann ist es eine normale Joanna, also eine epische. Und wenn es danach ist, ist es in der Regel Prime. Dann Sargon bedeutet nichts anderes als Sargon the Great. YSG ist wieder so eine Besonderheit wie bei YSS und bedeutet einfach Yi Sang Ji. Gibt es verschiedene Aussprachen zu allen Kommandanten, natürlich, muss man auch dazu sagen. Dann Mina, das sollte jeder Anfänger wissen, weil es oft benutzt wird, bedeutet nichts anderes als Miyamoto no Yushitsune. Wenn ihr ein weiteres Video mit grundlegenden Abkürzungen und vielleicht noch mehr Kommandantenabkürzungen haben wollt, wenn neue Kommandanten rauskommen oder sich zum Beispiel jetzt gerade für die neuen Bogenschützenkommandanten, unter anderem Zhuge Liang, Abkürzungen bilden und ihr die normal nochmal neu wollt quasi, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr auch das Ganze nochmal in einer 100% deutschen Ausgabe wollt, dann schreibt das auch nochmal in die Kommentare. Das wird dann kommen. Und ansonsten kann ich euch nur nochmal sagen, joint unserem Discord, tretet unserem Jump bei, wenn ihr Bock habt. Da werdet ihr auf jeden Fall auch nochmal viele Erklärungen bekommen über das Spiel. Also es ist auch eine Chance, so ein bisschen
was über das Spiel zu lernen und das Spiel besser zu verstehen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und tschüss.